Hi zusammen, heute geht es mal wieder um ein berühmtes Thema und zwar, wann nehme ich mein Holz und wann nehme ich mein Hybrid? Ich sehe das immer ganz oft, da ich im Sommer viel mit meinen Schülern auf den Platz gehe, dass ganz schnell, ohne dass man eigentlich mal kurz die Balllage gecheckt hat, sofort das Holz gezückt wird, wenn es um so einen Transportschlag gibt. Es gibt ja ganz viele, und das ist überhaupt nicht verwerflich, da wird das Loch einfach gestaltet, Abschlag, dann wird es ein Transportschlag, und da ist einfach noch, weil die Länge noch nicht da ist, muss es noch einen Pitch aufs Grün geben. Also deswegen ist das Holz dann eigentlich meistens immer gesetzt als zweiten Schlag. Jetzt ist das natürlich so ein Thema, dass klar, es gibt Plätze, wo das, wenn es jetzt viel geregnet hat, man kann das Fairway nicht so gut mähen oder auch im Semiraff. Es gibt einfach Lagen, da ist es für das Holz einfach nicht gemacht oder beziehungsweise die Balllage zu schlecht für das Holz. Um was es geht, das zeige ich euch eigentlich hier. Jetzt habe ich euch mal den Ball hier so hingelegt. Ihr seht hier, ich habe hier ganz schön, obwohl das jetzt eigentlich eine, ja, so eine Semiraff-Lage ist, aber ich habe hier vor dem Ball ordentlich Gras. Ja? So, wenn ich jetzt mein Holz nehme. Mein Holz, das habe ich euch ja schon mal erklärt, mit dem Low Point, also sprich das Holz, solange der Ball am Boden liegt, ist ja immer noch ein wenig Ballboden gefragt. Auch wenn das ja schon der kleine Bruder vom Driver ist. Aber prinzipiell geht der Schläger da immer noch leicht nach unten, aber nicht mehr so stark. Das heißt, dass der Eintreffwinkel von einem Holz relativ flach schon ist, weil irgendwann kommt dann relativ flott danach schon dieser Punkt Null, wo dann der Schläger dreht, also sprich nach oben geht. So. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Schläger hat jetzt nicht mehr so wie mit einem Wedge einfach so einen Eintreffwinkel so relativ steil an dem Ball, wenn man das nicht provoziert, sondern der kommt relativ flach schon an dem Ball hin. So, was laufe ich jetzt Gefahr? Dass ich einfach schon dieses Gras vorher wische und ein bisschen hängen bleibe. Also sprich, ich auf gut Deutsch fühle sich dann ziemlich fett an, also vorher in den Boden geschlagen, muss aber gar nicht was mit der Technik zu tun haben, sondern einfach nur, weil der Eintreffwinkel nicht steil genug ist für diese Balllage. So, aus dieser Balllage würde ich immer das Hybrid empfehlen. Ganz einfach aus dem Grund, die Gewichtung von einem Hybrid ist immer ein bisschen weiter unten. Der Schläger kann auch immer ein bisschen steiler noch bewegt werden. Was ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier mein Dreierholz und mein Viererhybrid. Ihr seht ja auch selber, das ist keine Rocket Science, das ist einen halben Meter kürzer. Also sprich, je kürzer der Schläger, desto steiler ist natürlich auch der Eintreffwinkel. Die Ballposition mit einem Vierer Rescue ist um einiges weiter noch mehr Richtung Mitte unterwegs als ein Dreierholz. Das heißt, dass der Schläger definitiv noch mehr Steilheit, also beziehungsweise Luft von oben runter zum Ball hat, als wenn ich dann mit dem Dreierholz dann schon weiter vorne unterwegs bin. Ja, also diese zwei Fakten, die muss man sich immer wieder zurückrufen. Wann nehme ich das Hybrid und wann nehme ich das Holz? Also ich persönlich, wenn der Ball so liegen würde, würde nie zum Holz greifen. Außer natürlich, ich lehne die Hände extrem weit nach vorne, aber da mache ich auch einmal mit meinem Dreierholz einen Driver draus vom Loft. Ja, der wird wahnsinnig flach fliegen, wenn ich wahnsinnigen Gegenwind habe, okay. Aber prinzipiell kann da vieles schieflaufen, wenn ich jetzt einen steilen Eintreffwinkel auf einmal mit dem Holz, was nicht dafür gebaut ist, an den Tag legen möchte. Deswegen gibt es ja auch diese Hybriden, die auch hinten Gewicht haben, die den Ball ja um einiges mehr nach vorne befördern. Für die Fraktion, die keine Hybriden haben, dann ist es dann tatsächlich doch mehr eine Lage für ein Eisen, ja, für ein längeres Eisen, Fünfer-Eisen, auch ein Vierer-Eisen, auch noch für große Leute, die den Hebel haben, dass der Schläger da einfach mehr von oben nach unten noch arbeitet. Also das ist, letztendlich ist es tatsächlich die Balllage und wie der Ball liegt von den Gegebenheiten außenrum, was mich dann bewegt, welchen Schläger ich auch nehme. Für ein Dreierholz natürlich muss das jetzt nicht hier so extrem aufgetiet sein. Es ist natürlich optimal, aber entscheidend ist, wie viel Gras oder wie hoch das Gras hinterm Ball ist. Und wenn ich da wirklich sage, okay, ich darf ja auch regelrecht gar nicht den Schläger runterdrücken, aber ich stelle jetzt einfach mal den Schläger hin und ich sehe, dass ich eigentlich gut zum Ball hinkomme, würde ich auch das Dreierholz nehmen oder ein Fünferholz, was auch immer für Hölzer ihr habt. Aber ich wiederhole mich immer wieder gern, solange das Gras immer noch zu hoch ist hinterm Ball, bitte nicht das Holz nehmen. Da würde ich dann lieber das Hybrid nehmen und mal das in Kauf nehmen, dass der Ball 10 Meter oder 15 Meter kürzer ist. Aber dafür könnt ihr einen guten Ballkontakt haben. Genau, also ich mache euch das gerne noch einmal vor, weil der Wunsch ist ja von euch meistens dann auch, von den meisten von euch dann auch erfragt, dass ich mal ein paar Schläge vormache. Also hier Balllage, ich lege den jetzt mal nicht so gut hin. So. Jetzt nehme ich mein Holz, mein Hybrid, Entschuldigung, tue ich mal den Schaft hier weg. So,
Ballposition mit meinem Vierer Rescue ist eigentlich entsprechend wie mit meinem, wenn ich ein Vierer Eisen hätte. Das ist doch schon um einiges links. So, Hände sind vorne, Oberkörper ist gebeugt, Hände sind unter den Schultern und alles, was passiert, Schulter runter, Schulter hoch. So, und ihr seht selber, ich habe noch ein kleines Divot das nach dem Ball gehabt. Das heißt, der Eintreffwinkel war steil genug, um das Gras hinterm Ball aus dem Spiel zu nehmen. Ich hoffe, dieser kleine Vortrag war ein kleiner Augenöffner für euch, warum das Holz nicht immer klappt aus dem Semiraff oder wenn der Ball nicht so gut liegt. Schreibt mir gerne eure Kommentare, ob ihr das schon mal ausprobiert habt oder beziehungsweise ob ihr da selber Erfahrungen gemacht habt. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne liken und auch diesen Kanal abonnieren. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald!